Schiefliegen hat solche Dimensionen angenommen, dass es wirklich nicht mehr ganz ungefährlich wird. Wir sind jetzt so an der Grenze, glaube ich, mit der Geschwindigkeit, was es einfach aushält, dass die Skier zu überwachen sind, dass bei kleinstem Wind, bei schlechten Schneeverhältnissen wird es einfach gefährlich und jeder hat dadurch ein wenig Angst, vor allem wenn er vielleicht noch irgendeinen Kollegen stürzen sieht, was ich zwar nie mache, denn ich schaue nie zu, wenn einer stürzt. Für gerade nach einem Sturz oder vielleicht nach einem missglückten Flug hämmert einem das Herz vielleicht schon im Anlauf oben ein wenig. Das Herzklopfen, das man kriegt vor dem Start, darf man doch nicht so verstehen, dass es vielleicht eine solche Angst ist, dass man glauben könnte, es sei, wie man es vor einem Unfall beim Autofahren hätte oder so, wenn man sieht, es geht etwas schief. Denn wenn einer so große Angst hat, dann kann er nicht mehr schief liegen.